Ja, guten Morgen, es ist jetzt 8 Uhr. Ich habe gerade die Drohne steigen lassen und zwei meiner Zeltnachbarn, die waren schon am Aufbrechen. Oh, ich wollte heute auch mal wieder nicht so spät los. Und ich habe gestern noch einen Campingplatz erreicht, der liegt so ein bisschen in so einem Seitental. Die nehme ich auf. Da freue ich mich drauf. Einfach schön zu wissen, dass man irgendwo abends ein Plätzchen hat. Und dann nicht noch den ganzen Tag da rum telefonieren muss. Ja, jetzt werde ich es mal ruhig, trotzdem ruhig angehen lassen, wenn ich um 11 loskomme. In 3 Stunden, dann reicht mir das noch völlig aus. Aber wahrscheinlich wird es früher. Wir werden es sehen. Ja, also mir reicht es ja auch auf diesem Platz. Kriegt man ja irgendwann so langsam mal einen Koller, wenn man immer an einer Stelle ist. Nee, aber der Tag Ruhezeit hat mir ganz gut getan. War auch mal entspannt, habe ein bisschen Wäsche gewaschen und ja, ich bin auch nicht viel gefahren. Wir haben versucht, einmal um See rumzufahren, aber das ist alles Wanderweg. Ich hatte nur die ganzen Fußgänger da gestört. Und ich fahre dann mal hinten im Ort, dort hinten. Ja, zeige ich euch noch ein paar Bilder. Ja, heute lege ich mal einen Tag Pause ein und schaue mir einmal den Rio Masordi an. Ja, und da oben sieht man ganz eindrucksvoll die Dolomiten. Auf dem Campingplatz gibt es die beste Pizza am Ort. Hier sind nur ein paar Fußgänger unterwegs mit ihren Hunden. Der große Trubel kommt später. Aber es geht, es ist jetzt nicht wirklich überfüllt, weil ich glaube, ich habe den Eindruck, dass hier nur Campinggäste sind auf diesem Platz. So, jetzt gibt es erstmal ein Käffchen und Melone. Ja, jetzt habe ich hier meine zweite 100 Gramm Kartusche anbrechen müssen, weil eine war jetzt alle. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Hier nehme ich wieder den Chili-Kaffee. Hier ist mein Chili und hier ist der Kaffee. Der hat schon Schärfe angenommen. Nee, ich nehme lieber den hier. Ich glaube, den schmeiße ich weg. Um 9.30 Uhr und ich bin ganz gut im Rennen. Hab schon eigentlich fast alles gepackt. Und mein Zelt hängt da. Ich sehe es gerade nicht. Da hinten noch zum Trocknen. Und das Innenzelt liegt da noch. Es ist 5 vor 10 und ich habe alles geschafft. Mein Gott, bin ich früh dran heute. 5 vor 10. Ich warte noch 5 Minuten und dann ist es 10 und dann geht's los. Mache noch mein Rode klar. Ja, damit wir nicht zu viele Windgeräusche haben. Ja, schauen wir noch ein bisschen die Heizöllieferung an. Caught behind the Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. Ja, ich bin mal gespannt, was mich noch erwartet heute. Auf jeden Fall geht's da hinten am See entlang. Ich schaff's auch immer wieder zu vergessen, das Wasser aufzufüllen.
Ja, es war doch eher gerade eine Wanderung da unten am See entlang. Da zu fahren ging nicht, weil einfach zu viel los war. Ja, einfach nett. Ja, jetzt verlasse ich den schönen Ort und fahre noch am See entlang. Ja, nach so einem Ruhetag ist echt wieder schön zu fahren. Auch guckt euch die Landschaft an, ey. Mann, oh Mann. Ich glaube, ich nehme ein Sabbatjahr. Geht leider nicht. Ich bin mit meinem Gepäck irgendwie ein Exot. Also ich sehe kaum Leute, die so viel Gepäck dabei haben wie ich. Die meisten sind Bikepacker und Tagestouristen mit Mountainbike und Rucksack. Eigentlich, das ist so die Regel. Und dann gibt es noch ein paar Radfahrer natürlich, Rennradfahrer natürlich. Oh. Wow, 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 wow. Scheiße, ist das gut. Ja, und nach einer Viertelstunde Fahrt bin ich hier schon am anderen Ende angekommen vom Molvensee. Der heißt, ich kann mir den nicht merken, diesen Namen. Dabei ist er ganz einfach. Molvensee, Molvavia, Bavariasee, nee. Ja, die Rundwanderung um den See soll ungefähr 2,5 oder 3 Stunden dauern. Ich bin nicht so der Wandertyp. Da sitze ich lieber auf meinem Stühlchen oder am See oder Fahrrad. Ja, und schon führt mich der Weg hier weg von der Landstraße. Das finde ich cool. Jetzt gibt es erstmal eine Abfahrt und dann geht es nochmal richtig berghoch. Ich habe mir das ein bisschen so ausgesucht, weil gestern mal dann Radler. Ja, das war eine schöne Strecke, sollte ich fahren. Wobei die andere Bergstrecke wäre auch schön gewesen. Aber so ein bisschen Steigung kann mir auch nicht schaden heute. Falsch. Ja, was haben wir da denn? Das könnte Wasser sein. Gott, was das Ding nicht auseinander hier. Ja, löbt. Gerade kam noch mehr raus. Komm, 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 komm. Ja, ja, ja. Tata. Oh, ich hab schon wieder Durst. Nee. Hier komme ich wieder sicher an dem ausgetrockneten Flussbett vorbei oder Kanal. Ja. Ja, hier lässt sich es auch leben. Ja, ich fahre jetzt parallel zur Bundesstraße, ist ein bisschen steinig hier. Ja, ist eher eine Genusstour als eine Stresstour. Jo. Oh, eine Ampel. Ja. Komm mal durch den Tunnel mit dem Fahrrad. Schon ein bisschen mulmiges Gefühl hier. Aber ich habe Licht an und so. Ich weiß gar nicht, ob ich hier durchfahren darf, aber ich glaube schon. Lorenzo in Banale, ja? Bella Italia, ja? Ich weiß gar nicht, wer hier der schönste Tag ist, aber der fängt ja schon mal gut an. Den schlimmsten weiß ich noch, von Füssen. Wo den Tag geregnet hat, ey, Mann, oh Mann. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich Wasser mitnehme. Gibt's ja an jeder Ecke, da oben auch. Ich glaube, das kriege ich echt wegkippen. Aber wer weiß, was noch kommt. Ja, cool, wo mich die App hinschickt. Wahnsinn. Die Routenplanung von Osman versucht einen immer durch, ja, von den
Hauptstraßen wegzubringen und durch Ortschaften durchzuführen. Ja, sonst hätte ich das jetzt auch nicht gesehen. War echt nett. Gut, ich habe jetzt nicht viel gefilmt, aber war schön. Oh, jetzt muss ich bremsen. Eieiei. So, bin jetzt in Dorsino nach einer schönen Abfahrt. Links abbiegen, ja gut. Rechts abbiegen auf Via della Santa Cruz. Solche Wege führt mich hier die App. Ei, ei, ei. Nach 100 Metern gleich rechts. Wow. Was soll ich sagen? Ich glaube, das wird der schönste Tag, oder? Eieiei. Das ist das, was man verpasst, wenn man den ganzen Tag auf dem Campingplatz rumsitzt. Ja, hier wird Gartenpflege betrieben. Also ich wüsste nicht, dass das irgendein ausgezeichneter Radweg ist. Ja, ich glaube, hier in den Dörfern haben sie einen Wettbewerb, wer den schönsten Brunnen baut. Nicht länger aufhalten, weiter geht's. Jetzt geht's nochmal erstmal ein bisschen bergab, bevor es dann nochmal eine Steigung gibt. Heute gibt es zwei größere Steigungen. Das sind, glaube ich, 600 Höhenmeter insgesamt. Das ist überschaubar. Villa Banale. Oh, ich hätte rechts rein müssen. Lotst mich ja immer durch die Ortschaft. So, hier ist ein Bäcker. Ja, haben wir gerade beim Bäcker ein Brötchen gekauft und Mortadella und eine Cola. Belegte Brötchen kennen Sie ja nicht, aber immerhin können wir ja selber machen. Jetzt geht es erstmal, ich glaube, das Seitental rein. Wo der mein Zeltnachbar meinte, das sei eine ganz schöne Schlucht. Oh, ich kann nicht reden. Na, jedenfalls haben wir ein schönes Panorama hinter mir und schon ein paar Serpentinen, die ich gerade hier hochgefahren bin. Ach, das scheint wieder flach zu werden. Ja, ich bin jetzt in Campo Lamaso. Ja, ich denke mal, ich mache hier meine Pause. Auch wenn so ein Typ hier rumspringt, der immer so laut rumschreit. Ja, hier ist meine Ausbeute. Ciabatta-Brötchen und ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Mortadella, eine Cola für insgesamt 5 Euro. Ja, lasse ich mir erstmal zugutekommen. Ja, bei dem Haus ist mir aufgefallen, dass es 5 völlig unterschiedliche Türen hat. Nicht nur in der Farbe, sondern auch in der Form. Witzig. Zweites Brötchen gesorgt haben. Ja, ich habe meine Route gerade ein bisschen umgeplant, weil ich meine beiden Navigationssysteme haben unterschiedliche Aussagen getroffen. Ich weiß nicht, ob das Bosch wieder Intelligenz an den Tag gelegt hat. Jedenfalls fahre ich jetzt doch den direkteren Weg an den Gardasee. Ja, und befinde mich jetzt hier zwischen Maisfeldern. Ja, die Plantagen
Die Obstplantage gibt es hier offensichtlich nicht in der Höhe. Wir sind jetzt auf genau 499 Meter Höhe. Ja. Ach, ich lasse es ruhig angehen heute. Ich habe ja keine Eile. Keine Eile. Und genieße es einfach nur. Ja, von wegen keine Obstplantagen. Hier hängen leckere Äpfel. Die sind aber noch nicht reif. Vermute ich mal. Ja, und Haselnussbäume gibt es ja auch. Und Rosen gibt es hier. Hier duftet es plötzlich richtig. Herrlich. Nur nicht hyperventilieren. Was für ein süßer kleiner Bergfriedhof. Ich glaube, gleich geht's wieder bergab. Ja, da bin ich gerade hochgekommen. So ist wie im Allgäu, nur dass die Berge ein bisschen höher sind. Da gab es die Raststätte wieder mit Wasser. Hätte ich mal auffüllen sollen. Ach, das sieht aus wie so Pfahlbauten. Da sprach mein Zeltmacher mal davon. Das wird das sein. Ja, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder fahre ich an der Straße entlang. Es kommt eh zusammen irgendwann. Oder ich habe es ruhiger hier im Wald entlang. Aber ich fahre mal hier im Wald weiter. Keine Eile. Oh nee, das macht echt keinen Spaß, hier im Flussbett zu fahren, ey. Scheiße. Oh, soll ich umdrehen und auf der Straße fahren? Da muss ich tierisch konzentrieren, das geht echt auf die Arme. Jetzt schiebe ich mit der Schiebehilfe. Oh, daran tut mein Daumen schon weh. Und manchmal hört sie einfach auf. Und ich drück hier. Ich weiß nicht. Jetzt geht's wieder. Sie setzt einfach ab und zu mal aus. Probleme gibt's. Oh, Herr Bächle. Oh, das kommt ganz recht. Ich glaube, ich lege mich da mal rein jetzt. Ich fülle mir noch mal ein bisschen was ab. Sieht gut aus. Kalt und geschmacklos. Super. Ich bin jetzt wieder an der Bundesstraße endlich. Bestimmt 2 Kilometer geschoben. Das Schlimmste war eigentlich nicht das Schieben, sondern die Schiebehilfe, die ab und zu aussetzt. Und dann der Daumen, der mir vom Drücken von dieser Taste wehtut, weil irgendwie ist wieder ein Wackelkontakt drin. Und dann kriegt man mal diese rotierende Pedale in die Waden oder ein Schienbein. Jetzt geht's weiter. Hoffentlich nicht mehr allzu viel Steigung auf der Straße. Aber hier hatte ich schon Rennradfahrer geflogen gehört. Lecco mio, eh? Ja, eben. Nix für mich mit meinem Lastenesel hier. Ah, je, je, je. Endlich mal wieder glühender Asphalt hier. Yes! Eine Abfahrt. Paso del Bolin, oder was steht da? So, ich erreiche auf einer Höhe von 749 Meter den Ort Ballino, Piave. Oh, trocken. Tenno, Denno wahrscheinlich ausgesprochen. Mal hier runter. Hier ist nämlich der Lago di Tenno. Der See heute Morgen war schöner. Der kriegt ja auch gar kein Wasser mehr jetzt vom Tenno. Ja?
Ja, irgendwann liegen die alle im Trockenen da unten. Ja, hier nochmal der See aus einer anderen Perspektive. Ich fahre mal weiter, wie immer. Oh, mal wieder ein Radweg. Oh, Camping. Die Lago di Tenn, oder? Die hätte ich bestimmt auch schon angerufen. Die Leute gucken mich immer an, wenn ich so quatsche in die Kamera, den Arm ausgestreckt habe. Ja, zu Hause wäre mir das peinlich, aber hier ist mir das irgendwie egal. Ey. So, Talblick. Mit Radweg und Parkplatz. Das lasse ich doch nicht aus. Ist zwar für Autofahrer gedacht, aber auch für mich. Das Wasser ist wohl nur zum Kühlen von Corona-Bier geeignet. Ja, noch so ein voller Parkplatz. Hier stehen sie überall, auch die Camper. Ich kann mir schon vorstellen, was am Gardasee los sein wird. Hier steht sogar ein Camper im Kühlschrank. Gardasee wird voll ohne Ende. Bin mal gespannt, bis wir euch bald sehen können. Die fahren ja noch ganz manierlich hier. Ich nehme an, hinter den letzten Hügelchen da hinten, da ist der Gardasee. Vermute ich mal. Ja, bis zu meinem Ziel sind es, glaube ich, nur so um die 30 Kilometer. 29,1. Ich muss ja noch mal ein bisschen höher wieder zurück. Also seitlich. Irgendwie. Keine Ahnung. Come on and pack away and buckle down. Keep it hushed now, come on the ground. Everybody's looking for you now. And they're hunting you down in your own town. They're trying to chase you up. And who knows what you want now. Oh, übers Ziel hinausgeschossen. Für eine Handbremse ist es in Ordnung. Was hatte ich gerade hinten oder vorne? Hinten. Oh, jetzt habe ich doch gerade eine Abfahrt verpasst. Der führt mich ja immer durchs Dorf durch. Und soll ich da runter? Okay, Kamera weglegen. Ja, schön, ne? Ich soll jetzt hier runterfahren. Okay. Friedhof. Da gehe ich nochmal davon aus, dass man was trinken kann hier. Ja. Abgefüllt. Ich habe das Gefühl, es schmeckt so ein bisschen nach Leiche. Irgendwie hat das einen komischen, leichten Nachgeschmack. Na, ich versuche es zu vermeiden und suche mal nach einer anderen Quelle. Nice. Geil, so geil. Aber ich muss da hinten wieder hoch irgendwo. Naja. Ja, und zack ist er da. Der Lago Maggiore. Nee, Gardasee. Gardasee, Comersee ist auch nicht. Riva del Garda. Ja, und zack bin ich auf 100 Meter Meereshöhe. Von 700 noch was, oder fast 800, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss hier. Hier ist noch so eine Kirche. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin muss. Muss mal auf der Karte gucken. Schön. Oh, so einen leichten Druck habe ich jetzt auf den Ohren. Hier ja, gibt es auch noch Ausgrabung. Ja, schick, schick hier. Ja, ich glaube, ich hole mir hier was
auf die Kralle irgendwie. So, dann habe ich es geschafft. Ich bin jetzt ganz am nördlichen Ende vom Gardasee, wie der Ort heißt. Schaue ich nochmal nach. Die rechte Seite ist ja etwas steiler und die linke Seite ist etwas flacher. Für mich geht es dann nachher da irgendwie hinten wieder hoch, weil Campingplätze gibt es hier scheinbar keine mehr. Jetzt habe ich mir hier, traue mir gar nicht in die Kamera zu zeigen, ein großes Bier geholt. 066. Dafür aber auch ein Wässerchen. Ja, das werde ich jetzt erstmal genießen und dann noch ein bisschen ausklingen lassen. Oh, da hinten sind noch nette Plätze. Jetzt habe ich ein bisschen Schatten gesetzt, weil in der Sonne ist echt zu heiß. Jetzt habe ich mir das Fahrrad schon wieder direkt vor die Nase gestellt. Ja, hier gibt es Radwege, also nutzen wir sie auch. Lido Palast hier. Boah, ist das warm. Oh, schon schäbig hier am Gardasee. Wir haben es ganz gut. Ja, für mich geht es hier weiter. Ja, nicht mittendurch. Aber herrlich ist es ja hier trotzdem, wenn es hier immer nicht so voll wäre. Mein Gott. Oh. Das liegt so in der Sonnenbrille oder ist das Meer wirklich so schön blau? Geil, oder? Oh. Ich bin schon begeistert von dem Lärm hier. Ah, was für ein satter Sound. Das gehört auch einfach mit dazu. Ja, da fühlt man sich doch gleich ganz zu Hause hier mit so einem Lidl. Ja, hier vom Tunnel soll es auch rechts abgehen. Hier soll ich jetzt langfahren. Super, jetzt plötzlich ganz ruhig hier. Aber ich bin doch gerade an so einem Fluss vorbeigefahren. Das wäre doch hier die Strecke hoch. Und dann komme ich doch auch irgendwann, ja genau, da drauf. Oder komme ich dann eh hier drauf? Soll ich umdrehen? Nee, ich fahre das Stück jetzt weiter. Dann komme ich eh auf diesen Radweg. Das sind, glaube ich, Olivenbäume hier. Ne? Gibt es ja hier auch Schlangen? Bestimmt. Yes. Asphalt. Ich wollte schon sagen, Abfall in Sicht. Asphalt in Sicht. Ach, mein Abfall muss ich auch mal loswerden. Schleppe ich schon seit Ewigkeit rum. Jetzt kommt da noch so ein Hummer. Umdrehen. So, ja, da hinten hoch, wenn man die Autos sieht, das wäre der kürzeste Weg gewesen, aber da sind keine Radler zugelassen. Ja, hier ist doch schön. Wein. Ja, plötzlich bin ich auf so einem richtig offiziellen Radweg wieder. Was für ein klares Wasser. Bikefahren. Ja, so schnell kann sich das ändern.
Ja, hier ist der Wendepunkt von der Schleife. Jetzt geht es wieder zurück. Auf der anderen Seite am Hang entlang und hier ist ein Verkehr. Kann man teilweise echt nicht überholen. Ja, und dann geht's wieder ein Stück in die Berge. Das sind ja schöne Bilder. Freue ich mich schon auf zu Hause, wenn ich mir die wieder angucken kann. Ja, versuche es jetzt auch trotzdem zu genießen. Und das tue ich auch. Und da soll mir jemand sagen, in Italien gibt es keine guten Radwege. Was? Rechts abbiegen? Rechts abbiegen. Machen wir. Rechts abbiegen. Klappert ganz schön viel gerade. Sehr Akkudecke hauptsächlich. In die Tasche. Akkudecke braucht immer ein bisschen Pflege. Ja, Tesla, der gewinnt Energie, wenn er jetzt hier runterfährt. Ich nicht. Ich habe mir jetzt den Turbo-Modus mal gegönnt. Das sind nur 8 Kilometer. Akku reicht. Und ja, zum Nachfahren ist diese Strecke jetzt gerade nicht zu empfehlen. Aber wer will schon auf diesen Campingplatz da oben? Ei, das war knapp, Junge. Ja, hier nochmal den wunderbaren Blick auf den Gardasee. Ja, hier gibt es eine Aussichtsplattform. Anhalten. Ja, der blockiert hier alles. Wir nur mal zur Aussichtsplattform. Ja, ich bin da hinten lang gefahren. Wo ist mein Finger? Hier, da hinten lang und dann irgendwo da zurück. Hier ist Lavendel. Oh, das riecht richtig gut hier. Thank you very much. What's your name? Raul. Raul. Okay. Thank Bye. You. Thank you. Okay. Ja, gerade als ich am Aussichtspunkt losgefahren bin, ging mein Motor nicht mehr an. Keine Ahnung. Ich stand da noch fett im Stau bergauf, ohne Antrieb. Oh Mann. Aber es waren, glaube ich, nur 200 Meter. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das irgendwie in den Gang kriege. Jedenfalls ist hier gesperrt. Und ich werde den Akku mal rausnehmen. Ja, den Akku rauszunehmen hat nichts gebracht, aber ich habe das Display noch mal ausgeschaltet. Ließ sich auch nicht ausschalten. Ich habe hier lange auf den Powerbutton gedrückt. 10 Sekunden, da ging es dann aus. Jetzt haben wir wieder EMTB-Modus. Ja, Gott sei Dank. Wobei, ich hatte jetzt auch keine Befürchtung, dass es nicht mehr in Gang kriegt. So, dann kann ich noch weiterfahren. Noch gar keine Infos, ob es hier Restaurants gibt oder Supermärkte. Ich habe auch gar nichts mehr dabei, außer die Tortellinis, die sind bestimmt schon schlecht, die ich vor ein paar Tagen gekauft habe. Ja. Oh, ich bin gerade von der stressigen Landstraße runter. Das war gerade echt noch nervig. Jetzt bin ich wieder im Weinbaugebiet. Links abbiegen. Ja, und dann doch wieder. So einen schönen Radweg. Das hätte ich jetzt nicht vermutet. Immer wieder schön. Heieiei. Ist das toll, ja. Olivenbäume, Weintrauben. Ja, das ist ein offizieller Radweg hier. Steil geht's hoch.
Ja, ich bin mal faul vom Turbo. Das erinnert mich ein bisschen kurz vor Bozen, die Abfahrt. Hier neben ist dran diese Straße mit Pflasterasphalt. Musste mal wieder meinen Akku wechseln von der GoPro. Oh, ist so ein Traum hier. Ja, muss mal schauen, wie viele Kilometer ich gemacht habe, aber auf meiner Tour, warte mal, 68,8, das wären knapp über 70. Ja, also Kilometer spielen bei dieser Tour irgendwie gar keine Rolle. Da ist das Gewässer, sondern das, einfach das Genießen steht im Vordergrund. Gestern der Rennradfahrer meinte auch, ja, macht er 200 Kilometer am Tag. Fragt sich selber, warum er sich das antut. Aber ich glaube, das ist so ein innerer Reiz, wie er hier. Ja, jedem das Seine. Ne? Ich kann es nicht fassen, wie herrlich das wieder hier ist. Ich habe nur noch 2,2 Kilometer und könnte auch noch weiterfahren. Bin aber ganz schön verschwitzt, das war doch ganz schön heiß heute. Das war eines der schönsten Tage, wenn nicht sogar der schönste Tag heute. Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich muss echt überlegen, was heute Morgen war. Muss ja sich die Strecke noch mal vor Augen führen. Wie unterschiedlich die Landschaft war wieder heute. Schon beeindruckend. Ja, der eine oder andere kennt das vielleicht vom Motorradfahren oder vom Autofahren. Aber ich glaube, so erlebt man das doch ein bisschen hautnah mit zwei Mädels. Mit Packtaschen. Die meisten haben ihren Rucksack oder ihre Arschrakete. Naja, ich bin da auch ein bisschen altmodisch, habe ich den Eindruck. Aber ich finde es in Ordnung. Ja, müsste gleich da sein. Also hier ist schon mal ein Supermarkt. Vielleicht gehe ich da nachher noch mal vorbei. Irgendwann kriege ich auch mal Hunger. Das ist so sicher wie der Samen in der Kirche. Und Durst sowieso. So, jetzt geht's hier rechts rein. Der Ort heißt also Lopio. Lopio. Camping 50 Meter. Ich bin gespannt. Ist die Straße nicht zu laut? Sieht doch nett aus. Ja, das ist mein Plätzchen. Was für ein nettes Plätzchen, mein Gott. Leider kann ich nur eine Nacht bleiben, sonst hätte ich es mir fast überlegt, zwei Nächte zu bleiben. Aber. Ich habe so einen Eindruck, es ist nicht so ganz offiziell hier. Ich weiß nicht, hier liegen sie, in jeder Reihe liegt jemand. Jetzt könnte ich das natürlich auch so lassen und auf das andere Zelt, auf das Außenzelt verzichten. Aber ich weiß nicht, wie feucht das heute Nacht wird. Deswegen mache ich es doch lieber drauf. So geil, da tappern die Hühner um mich rum. Hoffentlich greifen die heute Nacht nicht an. Ja. Ja, genau. Ja, ich war noch kurz einkaufen. Es gibt doch noch einen Supermarkt hier, der hat bis 7:30 offen gehabt.
ein Papier besorgt und die in den Kühlschrank hier gestellt. Hier gibt es direkt einen Kühlschrank. Das ist richtig cool. Ja, jetzt habe ich wieder das gleiche Problem mit den Akkus. Einige Akkus, die halt wieder geladen werden müssen. Hier zwischen den Weinreben gibt es keine Steckdosen. Deswegen alles wieder in meine Ortliebtasche gepackt. Ich brauchte nur die Tasche hinstellen. Ich werde auch diesen Stecker einstecken hier. Ich muss nur darauf achten, dass die Tasche offen bleibt, damit die Wärme dann auch entweichen kann. Ja, ich habe noch weiteren Besuch hier. Na, Mietzi? Warum macht mein Zelt nicht kaputt? Ja, so idyllisch das hier aussieht, gibt es auch einige Mücken hier in dem Bereich. Und hier habe ich Nachbarn bekommen, noch Italiener. Da ist noch jemand gekommen, ein Biker. Die waren ja schon da, Deutschen mit dem Säugling. Ja, aber es ist nett hier, also ich genieße das total. Ja, es hat ein bisschen was wie gemeinschaftliches Wildcampen hier. Ja, aber ich war im Pool. Er ist halt ein beliebtes Urlaubsgebiet hier. Das ist auch wirklich schön. Also ich kann mir vorstellen, hier auch nochmal zu fahren. Wobei, es gibt so viel zu sehen. So viel zu sehen. Ja, jetzt mache ich mir hier die Tortellinis. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich die gekauft habe. Die laufen morgen ab und waren eigentlich immer ungekühlt. Ich lasse es jetzt drauf ankommen. Ich könnte noch mal runterfahren, 3 Kilometer in eine Pizzeria, mich da hinsetzen. Aber ich habe die letzten beiden Tage auch immer Pizza gegessen. Und außerdem entweder wegschmeißen oder essen. Ich versuch's mal. Also wenn ich hier 3 Tage flach liege, dann kommen halt keine Videos. Mal schauen. Okay, Trangia läuft. Natürlich ist der Topf viel zu klein für die Teile. Oh, geht doch. So, ist ausgegangen. Ja, 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 ja. Ja, so kochen die Profis. Ich habe noch Öl und Parmesan, kommt da noch drauf. Einmal durchkochen, bis die ganzen Pilze, Schimmelpilze abgetötet sind. So, das gießen wir hier ab. Das gibt dem Wein eine besondere Note. Und jetzt noch Parmesan. Diese italienischen Verpackungen. Zip hier, zip, zip. Mann. So, da kommt jetzt alles einfach drauf. Damit es noch was schmeckt. Ist ja mehr Parmesan als Nudeln. Ne? Mmh, lecker. Ich empfehle einen guten Rotwein aus der Region. Ist okay. Ich habe mir mal ein Bier gekauft. Das sind 0,75 Liter. Ja. Mal schauen, ob da überhaupt Bier drin ist. Vielleicht ist auch ein Wein drin. Ja, mal testen. Oh, schön kühl ist es auch noch. Lecker. Richtig gut. Sehr würzig. Malzig. Hm. Wow. Dann schönen Abend.